Eine weitere Runde mit Code Vein steht auf dem Programm. Willkommen zurück, Leute. Wir sind hier in dieser Straße gelandet und haben einen hübschen Ausblick ins Nirvana. Und da drüben gibt es schon ja jede Menge fiese Gegner. Und vor allem hier Don't let hängen you schon fall. welche. Na komm, zeigt euch. Au! Okay, die hauen aber ganz schön gut rein, die Viecher. Steht auch einer um die Ecke. Is your regeneration level all right? The devastation must have been terrible in a city this big. Don't fall here. Echt gut, wenn man es schafft, hinter ihm zu kommen. Alle dead. Da geht's auf jeden Fall weiter. Geht's auch irgendwie zur Festung. Hier steht so ein ganz großer davor. Fuck, man. Garantiert einer von denen, auf wollen wir wetten? Oh, gute Nacht. That's quite valuable. Let's use it well. Thought that would be us. Machen sie offenbar sehr gerne. Ah, die werden nicht mitgerendert da hinten. Fieser Bug. Ha! Oh, fuck, wo kam der denn her? Ach, das ist einfach nur ein anderer Weg dahin. Theoretisch könnte ich jetzt von der Rückseite angreifen. Oh Gott, sind das viele. Holy shit, sind das viele. Ich glaube, ich gehe mal den Vorderweg. Ja, nicht mitgerendert. We can climb up from here. Ach, hier ist der. Hier ist die Abkürzung. Yay! Zum Mister. Yay! Shortcut. This is just what we need. Stufenaufstieg. Alter Schwede, habe ich inzwischen was gesammelt. Wesentlich mehr Lebenspunkte, aber ich immer aus den Talenten gucken. Beim Kämpfer, da gibt es diesen Schlag. Und den könnte ich doch jetzt eigentlich benutzen, oder? Den Annihilator-Schlag.
Offenbar nicht. Weil ich den Kämpfer nicht mehr habe, sondern Berserker. Achso, eine Axt geht nicht. Ich brauche dafür ein großes Schwert oder einen großen Hammer. Das Gleichgewicht. Was haben wir denn noch? Wir haben hier Prometheus. Rohrbote haben wir auch. Das ist ja dieses... Fügt dein Umfeld massiven Schaden zu, überbringt dich in die Schwelle des Todes. Also ein mega AOE-Angriff. Jäger eignet sich besser für Fernkampf. Ich würde sagen, wir machen mal das hier. Für den Kampf geeignet, aber fragile Talent. Helfen beim Ausweichen und bei Parade. Da gibt es 11 Stück. Phantomangriff. Weiche wie Nebel, dem dann Schlitze im Sprung. Offensiv, Einhandschwerter, Bade, Bajonett. Was ist das von Luis? Aktives Talent, Phantomangriff. Ja, schon maximieren, okay. Kann erlernt werden, schießt eine Serie von Flammenprojektile, die den Gegner ins Wanken bringen. Ich würde sagen, wir werden das als erstes mal auswählen. Berserker ist ganz cool. Berserker hat den Vorteil, dass er mir mehr Angriff gibt, mehr Gesamtgewicht. Ich kann auch relativ schwere Waffen mitnehmen. Zauberbock ist klar, da werden halt die Blutschleier-Talente gebufft. Ranger ist auch klar, Kämpfer ist auch klar. Und Prometheus kriegen wir jetzt mehr Angriffsgeschwindigkeit. Die zweite Waffe ist auch besser und die Talente werden auch gebufft. Das ist nett. Aber Lebenspunkte haben wir weniger. Eieieiei. Jetzt mal trotzdem probieren. Das heißt, die Waffe werden wir jetzt wieder wechseln. Ich würde die königliche Schleife, wir können uns auch die Bartaxt mitnehmen. Ja. Können wir jetzt aber wieder ausrüsten. Und dann mal gucken, passive Talente. Lebensschub, mehr Lebenspunkte. Store. Da haben wir ja noch nicht allzu viel. Das heißt, ich kann die alle mitnehmen. Und dann haben wir hier den Port, den finde ich ganz cool. Das macht Dr. Kunenga mal gemeinsames Talent mit Luis. Dieb des Wahnsinns. Blutschuss können wir jetzt mitnehmen. Das ist nice. Giftzeichen Adrenalin. Phantomangriff. Aber hier, ich weiß nicht genau, wann ich das mal nutze, aber okay. Also, hier haben wir Feuersturm, schießt an der See von Flammenprojektil, den Gegner ins Wanken bringt. Das klingt nett. Dunkel. Klingentanzer, zeitweise die angegriffen, wenn du einen Gegner mit deinen Waffen Schaden zufügst. Boah, brauche ich nicht unbedingt, oder? Was haben wir hier? Nutzt die Kraft von Eco, um deine Reflexe zu verbessern, damit schneller ausweist. 36.000? Alter Schwede, ist das teuer. Okay. Steigen wir noch auf. Packe ich hier das Feuerding, Feuersturm. Ich könnte unten noch die Buffs reintun, das heißt Adrenalin. Giftzeichen. Das Problem ist natürlich, wie viel kostet das, ne? Das ist halt jetzt die Sache. Der Phantomangriff benötigt Werte keine.
Icor kosten 3. Der Feuersturm kostet 5 Icor. Und wie viel habe ich? Ich habe 20, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Door is open. Insgesamt dann doch wieder mehr Lebenspunkte als vorher. Prozent habe ich erforscht. Es dürfte halt die Festung sein, die ich noch nicht habe. Habe ich da unten irgendwas übersehen? Remember, there's missing if you climb up. You enjoy this. I'll have to take good care of that. Jägerüberrest. Das war das, was ich übersehen habe. Der Kist. Ich glaube, ich gehe von der anderen Seite ran oder gehe ich von hier ran? Bitte. Really packed in here, huh? What do we have here? Zweihänder plus eins. Schick eh. Richtig langsame Waffe. Aber dürfte wahrscheinlich für den Berserker relativ gut sein. Da liegt noch ein Gegenstand, den ich noch haben will. Okay, das ist einfach eine Abkürzung. Dann gehe ich vielleicht doch erstmal noch auf die andere Seite und versuche die zu vermöbeln. Hier lang. Noch was. So, hier sind ein paar aufgestanden. Ah, die Waffe mag ich deutlich besser. Noch erwischt, die Saudi. Schade, dass man keine zwei Einhandwaffen tragen kann. Das scheint zumindest momentan nicht so der Fall zu sein. Weil bei einzelnen Gegnern ist es, glaube ich, ganz gut, wenn Luis die Aggro hat und ich dann einfach hinten mir Ico hole. Kommen die Viecher hier wieder? Weiter vorne, okay. They're acting as slave drivers. Is that what they used to be? Muss man wahrscheinlich ein bisschen dichter dran sein. Komm her hier. Scheiß drauf.
kannst leicht sitzen bleiben, Kollege. Du bist ja nicht im One-Shot, oder? Okay, das ist halt einfach ein Instant-Kill. Haha, und tschüss. Platz. Wait, that's... Prometheus Überreste. Jetzt geht's wahrscheinlich in die Festung rein, nehme ich an. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man wirklich so einen Gegner hat. Es ist keine Schande, wenn man sagt, okay, man lässt jetzt erstmal hier Luis was machen oder den Begleiter und rennt halt rum, um den Ikor zu steigern. Ico dann doch schon richtig, gerade für die Bosskämpfe wird es wahrscheinlich wichtig sein, dass man extrem viel Ico hat, um da einfach hinten, vielleicht auch einfach hinten zu stehen und dann alles durchzubrettern. Und den Feuersturm und den Phantomkling habe ich noch nicht ausprobiert, da muss man gucken, wie das so ist. Aber ich gehe, ach, ich warte mal noch. Es sieht nicht sehr stabil aus und das sind jede Menge Typen. Oh Mann, ey. Okay, das wird, glaube ich, schwierig. Na dann. Let's go! Mit mir mal die hier vorknöpfen. Ja, hier die Axt! Au! Au, 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 au! Holy shit. That worked out. Durch leider immer die Waffe gewechselt. You wouldn't come back after falling down there. We'll have to take good care of that. Mega Überreste. Da hinten steht auch noch ein Typ oben. It's like the city was shattered. Ja. Sieht so aus, ne? That's better. I've got your back. Feel free to go crazy. Oh fuck, ey. Ich wollte eigentlich genau ausweichen in dem Moment, aber. Hector! Holy shit! Er rennt auch nicht sofort los, ist schon mal ganz gut. Ich dachte, er rennt jetzt sofort los, aber solange ich nicht angreife, macht er auch nichts. Did you pick up something we can use? Oh Mann! You've used a lot of healing. Can you still go on? Unchecken? Right here. Oh, es ist ein Nahkämpfer, na super. Ist ja. Yeah.
One shot. Sorry, can't heal much more. Take this. Rockenchor. Not bad. So. Monsieur Schlampe. Au! Oh mein Gott. No! Ich glaube, die benutzt echt so ein Ding dazwischen. Puh. It's open. Nachtklaue. Was ist das denn? Nachtklaue, das ist. Hat es genau dieselben Werte? Das ist ein bisschen anders. Skaliert anders, skaliert mit Geschick. Feature des Ogre-Typs für Wiedergänger traditionellen Stil. Physische Schaden ist ein bisschen erhöht. Kann ich aber nicht benutzen. Ach, hier sieht man es. Gewicht ein bisschen niedriger. Bewegungswaffe sehr schnell. Fördert den schnellen Kampfstil, würde ich sagen. Wow. Wenn das mal nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Fucking awesome, Mann. If you're feeling worn out, we can always go back. Das gefällt mir. Hier oben stand irgendwo noch einer, das weiß ich noch. Doch nicht, ich habe ihn eigentlich gesehen von. Alter, weiter unten. Okay. Da steht er. Au, okay, ich drücke immer die falsche Taste. Ich würde gerne Rollen auf A haben, nicht auf B. Hier ist. A macht halt nichts, ne? Kann man das ändern im Menü, dass ich die Steuerung ändere? A macht halt nichts. Ach, ein Zug ist das. Ich würde gerne ausweichen, A haben und einen Zug auf B. Ja, das ist deutlich besser. Bestätigen. Da Dark Souls ja auch immer auf A die Dingsbums hat und Entzug ist dann halt auf B. Oh, jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, das Grundthema zerstörte Stadt wird sich, glaube ich, nicht sonderlich ändern. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. How long until nothing but rubble remains? This? Aber wir brauchen definitiv mal. Wie sieht es denn jetzt aus? 50% immer noch. This place always feels so lonely. Das sieht schon mega geil aus, das Outfit. Welche? Ja. Ins Leder wohl. Immer mal gern das hier an der Seite, den Dark Souls immer sehr, sehr gern gemacht. Aber hier haben sie es ja auch schon ein paar Mal bewiesen, dass sie es auch können. Komische Struktur, die halt rauswachsen.
Ah, da ist eine Mistel. Yeah, Mistel. Die sind echt gut platziert, die Mistel. Ah, erstmal ausruhen. Das heißt, wir werden einen neuen Stil spielen. Aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vorher werde ich mal hier noch aufleveln. Obwohl, wir machen es in der nächsten Runde. Gut, danke fürs Zusehen. Wir sehen jetzt mega heiß aus, würde ich sagen. Vampir-Action und so. Das hat schon was. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Er hat übrigens genau fast das Ähnliche an. Let's check it out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.